Ja, hallo und herzlich willkommen zu Das Musikzimmer. Und wir befinden uns zu Corona-Zeiten. Für Künstler ist es schwierig, da was auf die Bühne zu stellen. Aber wir haben jemanden gefunden, der ganze drei Veranstaltungen überhaupt generell schon seit, naja, jetzt eigentlich mehreren Jahren macht. Und dazu erstmal herzlich willkommen, Andrea Titzky. Herzlichen Dank. Ja, wie läuft es denn zu Corona? Du hast drei Veranstaltungen generell auf dem Schirm. Das heißt einmal, du hast den Axel, das ist ein Musikförderpreis. Dann gibt es ein Straßenmusik-Event und Snowy. Und wir fangen mal an mit dem Förderpreis Axel, der läuft ja aktuell. Hast schon zwei Vorrunden hinter dich bringen können. Ja, wie läuft's ab? Also da lief es ganz großartig. Wir hatten ja die erhöhten Auflagen bezüglich der Hygienemaßnahmen, dass die Menschen eben Abstand halten, dass nicht so viele Menschen zu den Veranstaltungen kommen können. Da gehört viel dazu, was man organisieren muss, damit es überhaupt stattfinden darf. Und das hat ja im Club Marschwitzer stattgefunden, diese beiden Vorrunden und auch das Halbfinale dann. Und die haben da ganz großartig gearbeitet und auch die Leute, die da waren, die Zuschauer, haben da drauf geachtet, dass alles, was ihnen ans Herz gelegt wird, auch berücksichtigt wird. Und von daher waren es wunderbare Veranstaltungen. Mhm. So eine Planung, wie geht man daran? Viele sagen schon von vornherein, es macht gar keinen Sinn, haben keinen Mut mehr, was zu machen. Viele haben die Befürchtung, es kommt niemand, weil die Leute auch Angst haben. Wie ist es bei dir? Warum gehst du da eigentlich so forsch vor? Na, forsch auch nicht. Also wir haben es auch wirklich gut durchdacht und langfristig und intensiv geplant. Aber wir haben halt auch den Mut nicht fallen lassen. Wir haben gesagt, wir möchten gern auch diese Veranstaltungen durchführen unter den gegebenen Bedingungen, weil eben auch die Teilnehmer, die sich ja für den Förderpreis beworben hatten und die Termine für das Frühjahr hatten, die standen in den Startlöchern, die wollten jetzt auch endlich zeigen, was sie können und wir haben gesagt, wir möchten ihnen diese Möglichkeit auch bieten. Mhm. Und letztlich auch im kleinen Rahmen eben Kultur durchführen, weil das ist das, was den Leuten auch fehlt. Ich wollte gerade sagen, das sind ja so eine Sahnebonbons, die momentan rausstechen, auch wenn nicht so viele Leute dabei sein können, aber wir haben es ja gemerkt, wir waren ja live dabei, haben den Stream so, zur Verfügung gestellt und die Leute waren da, auch am Wochenende, gerade jetzt am Samstag und die haben gesagt, hey, endlich mal wieder, wo man hingehen kann, sich mit Leuten ein bisschen so treffen, zwar wie gesagt auf Abstand und es ist halt auch nicht so, dass man so, naja, man geht vorher raus, trinkt sonst 2-3 Bier und so weiter und da haben die Leute gesagt, naja, ist eh ein bisschen ruhiger, wir nehmen ein Bier, unterhalten uns ein bisschen besser, man merkt, es ist ein bisschen kultivierter schon geworden, aber sie waren glücklich, dass was stattfindet und du machst ja gleich weiter mit dem nächsten Event, du hast noch das Straßenmusik-Event. Genau, von der Stiftung aus, von der Axel-Titzky-Stiftung zusammen mit der Initiative Pro City, haben wir zum zweiten Straßenmusik-Event aufgerufen oder das Ganze jetzt geplant. Das Küchenstudio oder Küchentreff Belay unterstützt uns da auch ganz großartig. Das ist die Location, wo es stattfinden wird. Und auch da, das ist risikoarm, das ist draußen, das ist in der Lindenallee. Da lässt sich also auch der Abstand wunderbar einhalten, weil der Platz da ist. Und auch da kann man eben dann wieder Kultur anbieten, wo die Menschen hinkommen können und einfach mal Musik genießen, andere Leute treffen und mal nicht so über die Rahmenbedingungen nachdenken müssen, sondern zu sagen, ich habe hier einfach mal einen schönen Tag. Gleich nochmal Werbeblock, wann findet statt und wer kommt? Am 26.09. jetzt im Ab September. Wann? Welche Uhrzeit? Von 10 Uhr morgens fangen wir wieder an, wie auch im letzten Jahr. Und wir haben zwei große Aufhänger schon dabei. Das ist die Band Vierter Stock aus Berlin. Und Liedpencil, die man hier aus der Region eigentlich auch kennt, die sind dabei, weil das werden auch zwei der Coaches sein, die dann für unsere Musikpreis-Finalisten nachher parat stehen und coachen. Und die zeigen sich einfach auch schon mal jetzt bei der Straßenmusik. Und dann haben wir auch von unseren Teilnehmern des Musikpreises jetzt die Meldung bekommen, wer dabei sein möchte. Also auch die ziehen wir damit hin und damit wird es eine wunderbare Mischung und letztlich kann jeder, der da hinkommt und sagt, ach, ich wollte schon immer mal auf dem Cajon rumtrommeln oder ich kann auch Gitarre spielen, ich möchte da mitmachen, wer diese Intention hat, der ist da herzlich gern eingeladen, ansonsten auch einfach zuschauen und genießen. Schon so ein bisschen Open Stage. Ja, absolut. Und davon lebt ja auch Straßenmusik. Ja, ne? Ja. Je durchmischter und je spontaner,
Also es gibt nicht wirklich eine Bühne, sondern es verteilt sich und wer Bock hat, was zu machen, kommt einfach rüber. Wir haben da diese Location eben vor dem Küchentreff, wo dann auch ein bisschen Technik aufgebaut ist. Ein bisschen Verstärkung braucht man, damit man eben gegen den Straßenlärm, das ein oder andere Auto fährt ja doch vorbei, damit man dagegen ankommt. Aber ansonsten ja, kein festes Programm, keine Struktur, was jetzt die Auftrittsreihenfolge oder so angeht, sondern wirklich hinkommen und einsetzen. Macht es zu Corona auch ein bisschen einfacher. Absolut. Ihr habt noch das dritte Event, wenn man es so nennen möchte. Das ist ja eigentlich ein Musical, das ist schon seit Jahren, Jahrzehnten, könnte man ja fast sagen. Ne? Ja. Auf der Bühne und ja, wir sprechen es gerade an, auf der Bühne. Dieses Jahr das allererste Mal seit 97 nicht auf der Bühne, das Musical Snowy. Ja. Ist das schon so ein bisschen schwierig, oder? Emotional? Ja, ist es. Also wirklich. Es ist für so viele ein Herzensprojekt und wie gesagt etabliert seit 97 und wir hatten in den letzten Jahren halt wirklich die 7000er Zuschauermarke geknackt und ja, für viele geht einfach Vorweihnachtszeit ohne Snowy gar nicht oder Heiligabend ohne Snowy gar nicht und das sind nicht nur Zuschauer, sondern es ist auch dem Ensemble geht's ja ähnlich oder vielen Mitwirkenden, auch wenn ich an die Frivo-Mitarbeiter denke, ne, die leben halt auch schon Jahr für Jahr dafür, sich da bei Snowy wunderbar einzubringen und das fällt jetzt für alle irgendwie in gewohnter Weise, also die gewohnte Weise fällt jetzt für viele einfach weg und die Entscheidung alleine war schon ein hartes Brot und wir wissen alle noch nicht, wie sie richtig durch das vierte Quartal kommen. Also es steht ja noch alles in den Sternen, auch wie es nächstes Jahr aussehen wird, aber wie hat man denn dieses Jahr eigentlich begonnen? Es hat ja relativ früh angefangen mit Corona, aber ihr habt ja auch früh angefangen, so ein Projekt braucht Zeit. Ihr habt viele Laiendarsteller, viele Kinder dabei und die brauchen halt ihre Vorbereitungszeit. Das fängt beim Casting an, bei den Proben, bei den Texten. Genau. Da hat man ja schon vorgearbeitet und jetzt ist das nicht da. Ja. Also, wie lief das ab? Wir haben uns tatsächlich wieder im Januar schon zusammengesetzt mit dem sogenannten Kreativteam. Dazu gehört der Regisseur, die Choreografin, Alana als musikalische Leitung und ich. Ich hatte im Vorfeld den dreien das Textbuch für die komplett neue Geschichte zugeschickt. Und so haben wir uns dann zusammengesetzt, haben über die Geschichte gesprochen und haben dann eben auch schon gleich definiert, wo brauchen wir Tänze, wo brauchen wir wie viele Darsteller, was wollen wir wie anlegen, so schon so erste Szenendiskussionen. Und um dann eben mit einem fertigen Konzept in das Kick-Off-Meeting mit dem Friedrich-Wolf-Theater zu gehen, da wurde dann schon intensiver über das Bühnenbild gesprochen. Das erste Mal sprechen wir tatsächlich über das neue Bühnenbild immer schon zu Weihnachten vorher. Ja. Und so zog sich das dann weiter, dass die Vorbereitungen alle angestoßen wurden in jede erdenkliche Richtung, auch was die Kostüme angeht und so weiter. Und dann ging es ja schon in die Casting-Vorbereitung. Dann kam der Bruch, Casting auf der Bühne konnte nicht stattfinden. Wir haben also aufgerufen zum Online-Casting. Das heißt, die Bewerber haben diesmal uns Videos eingeschickt, wo sie ihr Gedicht vorgetragen haben, wo sie ein Lied auch gesungen haben und so ein bisschen auch eine kleine szenische Geschichte mit im Video verpacken sollten und das uns zugesandt haben. Und daraus haben wir dann wirklich gecastet und haben die Besetzung definiert und da darf ich mal kurz einhaken, da gab es sogar, also durch diese mediale Erweiterung hat sich ja auch sowas ergeben, dass jemand nicht aus Frankfurt oder aus der Nebenstadt kommt und sich beworben hat, sondern aus Frankfurt am Main. Also wir reden davon einmal quer durch Deutschland. Ja, das hat uns wirklich beeindruckt, das ist auch total überrascht, als ich dann diesen Anruf bekam von einer Familie aus Frankfurt-Main, die das über Radio Teddy auch gehört hatten, dass wir zum Casting aufrufen und sich dann über die Webseite informiert haben. Und die Mutter mir erzählte, die Tochter möchte unbedingt mitmachen und als Familie sie unterstützen es auch. Ich hatte dann gefragt, ob sie geguckt haben, wo Eisenhüttenstadt liegt und dass das ja wirklich einmal quer durch Deutschland ist. Und die wollten alles auf sich nehmen. Die waren von dem, was sie im Internet gefunden haben, dazu total überzeugt von dem Projekt, von dem Musical. Und das war natürlich für uns eine ganz tolle Wertschätzung. Findet dies ja nun, wie gesagt, nicht statt. Es geht weiter. Die Kinder, wie fühlen die sich denn jetzt? Also die haben sich darauf gefreut, die bauen hin. Ja. Man hat schon so ein Adrenalin, wenn es losgeht. Das erste Mal auf der Bühne stehen war ja nur nicht wirklich, aber trotzdem will man ja.
Die haben auch vor allen Dingen die Sommerferien über ihre Texte gelernt. Ja, klar, ja, Arbeit steckt ja, drin, ne? Genau, die haben ja... Och, die Eltern, die mussten teilweise leiden, ja, bestimmt schon, ja. Natürlich. Die haben ihre Textbücher bekommen und hatten ihre Rollenzuweisungen, die hatten Termine zum Einsingen, also haben sie auch ihre Lieder geübt und sind dann zu aller anderen Studio gekommen und haben alles eingesungen. Und wir haben ja auch von zwei unserer Rollen, die mussten Hoverboard fahren üben über die Ferien. Ja, das gehört zu einer Rolle dazu. Ja. Und wenn man damit auf der Bühne fahren will, dann muss man wirklich ein gutes Gefühl dafür bekommen. Dann muss man sich sicher darauf fühlen. Sonst marschieren die einmal quer über die Bühnenkante ab ins Publikum. Und auch da haben die beiden geübt und waren fleißig, haben uns immer wieder gezeigt, was sie schon können. Und jeder, der im Studio war zum Einsingen, man hat halt gemerkt, die sind wirklich heiß drauf. Die wollen, dass es endlich wieder losgeht. Und deswegen war es ja auch so wichtig, die Entscheidung noch zu treffen, bevor wir mit den Proben anfangen. Wann wurde es denn heiß bei euch, wo ihr sagtet, okay, jetzt wird's kritisch? Ja, wir waren die Sommerferien über eigentlich noch recht zuversichtlich, weil die Zahlen sahen soweit gut aus. Ne? Man war zuversichtlich, dass doch weitere Lockerungen kommen werden in den nächsten Wochen. Und dann wendete sich das Blatt. Ungefähr 2 Wochen vor unserem gesetzten Termin drehten sich so langsam die Zahlen. Man hat so langsam mitgekriegt, oh, es ist dann doch, entwickelt sich gerade anders, als wir uns das erhofft hätten. Und hatten ja zusammen mit der Theaterleitung und dem Kulturbereich der Stadt, also der Frau Harz, vereinbart vor den Sommerferien, dass wir wirklich uns zusammensetzen müssen, wenn die Ferien zusammen Ende sind, bevor wir mit den Proben anfangen und nach dem aktuellen Stand gucken. Da schwand auch so ein bisschen die Zuversicht. Trotzdem haben wir nach außen hin und gerade zu unseren Darstellern immer noch versucht, wirklich, nicht nur versucht, also wir haben weiter motiviert. Wir haben gesagt, wir geben erst auf, wenn wirklich die Entscheidung zu unseren Ungunsten getroffen wird. Weil ansonsten sie nachher wieder remotivieren zu müssen, wenn man vorher die Zuversicht verloren hat, wäre noch schwieriger geworden. Also theoretisch kann man ja Sachen aufführen. Jetzt stellt sich die Praxis aber anders dar. Ja. So ein Haus, wo über 700 Mann reinpassen, kommen, glaube ich, vielleicht um die 80, 100 Mann rein. Ich weiß gar nicht, wie viele sind das jetzt? Also laut Theaterleitung, wenn ich das richtig verstanden habe, 120 Leute kann man reinlassen. Ja. Ja, das ist natürlich nicht viel. Und vor allem das nächste Problem auf der Bühne. Snowy besteht aus sehr vielen Darstellern. Die Bühne ist zwar schon groß, aber die ist auch jedes Mal voll. Das geht auch nicht mehr. Ja, also durch die Abstandsregelung. Also das Stück hätte nochmal umgeschrieben werden müssen, dass eben die Szenen, die vorher ja auf Nähe angelegt sind, man möchte ja Emotionen übertragen. Und für Emotionen braucht man Nähe. Und für Power braucht man Massenszenen, sogenannte Massenszenen. Ja. Gerade wenn es dann auch um den Plansong geht, so wird der halt genannt, wenn dann wir hauen den Bösen in die Flucht, den Song. Da braucht man Stärke, da braucht man Masse auf der Bühne. Und wenn man beide Szenarien versucht, mit Abstand zu gestalten, dann funktioniert es einfach nicht. Dann werden aus den Massenszenen plötzlich 5-Mann-Szenen und aus den Emotionsszenen Abstandsszenen. Snowy hat ja auch immer so eine emotionalen Szenen, wo man sich so kuschelt, wo dann so dieser Tiefpunkt kommt. Dann baut man sich auf, dann kommen alle zusammen, diese Familie. Richtig. So, und wie will man sowas darstellen? Ne? Das ist die Frage. Nebeneinander und dann einfach nur jemand sagen, steh doch mal auf, du schaffst es schon, das bringt es ja gar nicht. Nee, also das ist einer der großen Punkte, der letztlich auch mit in die Entscheidung eingeflossen ist, dass es halt dann einfach nicht wirkt. Man würde auf Krampf versuchen, was auf die Bühne zu bringen, was einfach das Ziel verfehlt. Das ist nicht die Qualität, die man von uns erwartet und die wir auch von uns erwarten. Und wenn man von vornherein schon weiß, dass man die Menschen, die da hinkommen, nicht begeistern kann, dann ist es schade. Und dann ich würde nie sagen, es ist die Mühe nicht wert, weil letztlich ist es immer wert, jeden Einzelnen zu begeistern. Klar. Aber es steckt noch Kosten dahinter und auch die Spieler auf der Bühne brauchen ein Feedback. Ich meine, man bringt es halt einfach nicht 100% rüber. Aber ihr seid trotzdem nicht ganz verschwunden dieses Jahr. Man kann euch irgendwie trotzdem erleben. Kannst du das schon verraten, wie? Ja, kurz noch zu dem, das ist ja nicht der einzige Punkt, dass nur die Abstandsregelung gelten muss, sondern es sind ja noch viele, viele weitere Faktoren. Auch dass eben nur ganz wenig Zuschauer im Frivo wären. Aber man muss auch überlegen, 3 Monate Probenzeit, die sind ja auch sehr intensiv. Und wenn da beispielsweise zwischendurch irgendwas passiert wäre, der ganze Cast geht in Quarantäne, dann ist die Probenzeit hin, ne? Und man schafft einfach das Ziel nicht. Und so gab es ganz, ganz viele Punkte, die am Ende
als rein vernünftige Entscheidungen dazu führen mussten, dass man es absagen muss, dass es einfach so nicht durchführbar ist. Mhm. Und trotzdem wollten wir aber die Menschen nicht ohne Snowy in der Vorweihnachtszeit lassen und haben gemeinsam die Alternative ins Leben gerufen, kann man fast sagen. Denn ich fand die Idee mit dem Rangkino, was beispielsweise das Friedrich-Wolf-Theater ja gerade macht, was ja nicht nur auf den Rang begrenzt sein muss oder bleiben muss, fand ich eine schöne Idee, dass man trotzdem irgendwas anbieten kann. Und so machen wir es eben jetzt auch mit Snowy. Mhm. Wir haben 3 Jahre definiert, also gesagt, wir machen 3 verschiedene Stücke, die es schon gab, die dann eben als Filmvorführung vorgestellt werden oder präsentiert werden zu mehreren Terminen. Da arbeitet das Friedrich-Wolf-Theater gerade daran, die Termine zu finden. Und dann werden die auch entsprechend veröffentlicht. Und wir haben ein kleines Schmankerl noch mit dran gesetzt, dass es also nicht nur die bekannte DVD ist, sondern eben tatsächlich auch noch was dazukommt. Da kann man sich drauf freuen, sodass eben, ja, ich sag jetzt mal, eine persönliche Begrüßung zu dem Film dazugehört. Also man hat auch nochmal eine Bühne sozusagen, wo man was sehen kann. Na, auf der Bühne nicht, das ist auch halt als Filmeinspielung, aber es ist halt ein kleines Zusatz zum dann folgenden Film. Also ist ja mal für viele auch gerade, weil Eisenhüttenstadt hat kein Kino mehr, eine Alternative, wieder doch mal einen Film sehen zu können. Genau. Und kann man da ganz gemütlich hin. Und ich glaube, da gibt es ja auch, obwohl Verköstigung ist ja auch dieses Mal, glaube ich, nicht möglich, ne? Ich weiß es jetzt gar nicht. Da bin ich mir jetzt auch gar nicht so sicher. Ja, wir recherchieren mal nach, ob man da vielleicht noch Snacks bekommen kann. Da informieren Sie denn noch vielleicht später. Ein Eis. Ja, ein Stück von Snowy. aber wie sieht es denn jetzt eigentlich aus für das nächste Jahr? Ich meine, ihr habt jetzt geprobt, nehmt ihr das denn mit ins nächste Jahr, weil, falls es stattfinden sollte? Genau, also wir gehen natürlich ganz fest davon aus, dass es nächstes Jahr endlich wieder weitergehen kann, so wie man es gewohnt ist. Und unsere Darsteller, die jetzt natürlich schon tief traurig sind, dass sie dieses Jahr nicht auf die Bühne können, die haben von uns die Zusicherung, dass jeder, der jetzt seine Rolle bekommen hat, auch die fürs nächste Jahr behält. Und alle Vorbereitungen, die wir jetzt dieses Jahr getroffen haben, nehmen wir mit ins nächste Jahr. Und so ergibt sich aber auch für uns noch eine zusätzliche Möglichkeit. Und man muss ja alles auch immer ein bisschen als Chance sehen, sonst wäre das Leben ja so totschwarz. Dass wir sagen, wir haben jetzt schon so viel vorbereitet, wir können einfach nochmal nacharbeiten. Wir können nochmal vielleicht neue Ideen einfließen lassen oder gucken, wo man das ein oder andere noch besser gestalten kann. Die Darsteller haben einfach noch mehr Zeit, ihre Texte auswendig zu lernen und da noch mehr reinzulegen. Also es kann eigentlich nur super werden nächstes Jahr. Das Stück des Jahrhunderts. Ja. Na klar, warum nicht? Man hat viele Möglichkeiten. Ja. Aber nächstes Jahr geht es ja auch nochmal weiter, um nochmal auf den Anfang zurückzukommen. Im April habt ihr sozusagen eure erste Großveranstaltung eigentlich schon geplant. Ja, das ist das Finale von unserem Musikpreis, von dem Axel. Das ist auch schon im Datum fest. Das ist der 17.04., so Corona will. Ja. Und wieder im Friedrich-Wolf-Theater. Und ja, das wird dann die erste größere Veranstaltung tatsächlich nach der Flaute in diesem Jahr. Und wir hoffen natürlich, dass das dann alles wieder durchführbar ist, so wie man es gewohnt ist, dass wir das Theater auch wieder schön voll kriegen. Ja. Du bist eigentlich ein Beispiel für, man soll nicht aufgeben, man soll einfach weitermachen, irgendwie eine Möglichkeit finden, auch als Künstler den Kopf nicht hängen lassen, irgendwann wird es weitergehen. Nochmal eine Idee, so eine motivierenden Worte vielleicht für alle, die jetzt keine Auftrittsmöglichkeiten haben? Sich welche zu suchen. Also irgendwo, ich sag immer, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Das klingt sicherlich total pauschal und der ein oder andere wird sagen, ja, aber es gibt keine Wege. Aber irgendwo gibt es immer einen Weg. Also wenn man will, wenn man auch Leute hat, die am einen Strang ziehen, dann lässt sich, denke ich, doch einiges machen. Und so eine Situation wie im Moment sind einfach auch so Wegbereiter. Man muss einfach komplett umdenken. Und so eine Situation, wie wir sie im Moment haben, wird sicherlich in Zukunft auch öfter geben. Und daher ist es vielleicht genau der richtige Zeitpunkt, vieles zu hinterfragen, was etabliert ist, was man gewohnt ist, wo man einfach, sag mal, Schema F, weil es auch einfacher ist, immer wieder abspulen konnte und jetzt sagen muss, so, jetzt müssen wir neue Wege gehen, wir müssen neue Möglichkeiten finden. Und allein das, was wir jetzt am Wochenende gemacht haben mit dem Livestream für unsere Vorrunde,
Klar, jetzt macht jeder irgendwie Livestream und jeder stellt irgendwie digital was ein. Aber das hat halt auch gezeigt, mir persönlich zum Beispiel, wie man auch Reichweite auf einmal vergrößern kann und Sachen viel mehr Leuten präsent machen kann, die es vorher gar nicht auf dem Schirm hatten. Wir mussten jetzt auf diesen Livestream gehen, weil eben vor Ort nur wenig Leute kommen konnten. Ja. Aber es ist ja schon interessant, die Kombination halt eben. Ne? Genau, und in der Kombination, klar, möchte man auch immer wieder noch die Zuschauer vor Ort haben, weil das brauchen auch die, die auf der Bühne stehen. Ja. Aber das ist ja nicht ausgeschlossen, dass dadurch, dass jetzt jemand den Livestream sieht, nicht nächstes Jahr auch dann gerne vor Ort ist, weil er einfach sagt, Mensch, es war eine tolle Veranstaltung, da komme ich gerne wieder hin. Ja. Aber dadurch einfach die Reichweite verbreitert und damit Sachen öffentlicher machen kann oder in den Fokus rücken kann. Also jetzt schon aufbauen, auch für die Zukunft. Genau. Mhm. Und dann wird es immer irgendwie eine Kombination, denke ich, aus digital und vor Ort werden. Und wer weiß, was sich noch für neue Möglichkeiten eröffnen. Genau. Zum Beispiel Leute aus Frankfurt-Main kommen zu den Veranstaltungen. Ja, genau. Gut, das war Andrea Titzky, leidenschaftliche Veranstaltung aus Eisenhüttenstadt, würde ich sagen. Und wir hoffen, Sie schalten das nächste Mal wieder ein zu Das Musikzimmer. Und ja, bleiben Sie gesund. Bis dahin. Tschüss.